machen einfach einen Jump-Cut. Ne? Folge 3, hallo. Also, wir können es immer anmoderieren. Hi, hier ist Folge 3 jetzt. Wow. Hey, hi, heißt du nicht Jokecraft? Hey, wo sind die denn alle hier? Hey, Leute, habt ihr eine Vermutung, wer Kira ist? Ihr könnt jetzt bald abstimmen. Alter. Ich glaube, dass er Kira heißt. Lars hat mich getötet, deswegen ist er mir hinterhergelaufen. Warum hast du Stimmbruch? Ja, genau. Weißt du, du bist voll der Arsch. Ich hab dich noch verteidigt. Moment, ne? Du hast zu mir gesagt, warte, ich komm dir mal hinterher. Was? Bist mir zwei Schritte hinterhergelaufen. Hey, und dann bist du wieder abgehauen. Ja, nimm halt mal das hier kurz. Geh weg, Lars, du miese Schwein. Ja. Ja, klar. Ich will nichts, ich will gar nichts. Geh wieder weg. Doch, nimm mal hier. Nimm mal. Nee, ich möchte nicht. Ich will keine Pfeile. Doch, ich will auch hier nimm Äpfel. Nimm Äpfel. Spark, Pfeile. Aber Spark. Hör nicht mal, ohne Scheiß, der Joe war nämlich direkt hinter uns. Deswegen Joe, ich hab's perfekt gesehen. Der war ganz woanders. Ich hab gewonnen. Mich hat keiner gefunden. Ich bin nämlich im Schiff ins Wasser gefallen und wurde wieder zurück teleportiert. Wer denn nun alle Druckplatten anspringen? Sag mal. Early? Ja. Zuverdächtig. Okay, Leute, wir müssen irgendwas machen. Es kann so nicht weitergehen. Deshalb machen wir Folgendes, eine Vereinbarung. Morgen darf keiner von euch irgendwie ein Item auf den Boden werfen. Mal gucken, ob wir dadurch eingrenzen können. Aber da muss ich noch ausnutzen. Hier, ins Bett. Derjenige, der dann darf Early aber auch keinen Block platzieren. Auf den Boden wirft, ist oder platzieren. Oder platzieren. Und platzieren. Platzieren ist auch verboten. Sowohl platzieren als auch auf den Boden werfen. Wir machen diese Sperre bis 13 Uhr vor morgen. Kein Item darf auf den Boden geworfen werden. Wir kontrollieren den anderen. Teleportiert wieder. Ich habe eine Frage. Gelt ich als Item? Ja. Nein. Ja, ihr dürft auch nicht Katze auf den Boden werfen. Das ist genauso verboten. Danke. Natürlich gilt es als Item. Ach ja, sollte diese Person das machen, dann müssen wir diese Person leider exekutieren, weil sie eventuell ja noch die Chance nutzen. Genau, wir nutzen nochmal die Chance. Guten Morgen, Dankeschön. Ich habe immer noch die Milch vom ersten Tag in der Tasche. Das ist lecker. Scheiße, warte mal. Vorher Milch. Warum ist meine Milch nicht mehr da? Ich habe so viel Milch gehabt. Milch. Ich hatte auch mal Milch. Aber das Essen wird gar nicht abgezogen, kann das sein? Leute, wer hat hier die Spinnenweben? Die hängt seit Ewigkeiten. Da kann man die nicht abbauen mal. Ich sitze hier in der Ecke, lass mich in Ruhe. Hallo, wir haben Frühstück, Leute. Warum seid ihr alle draußen? Ja, weil schön Wetter ist. Hallo. Spinnenweben im Weg. Hallo. Das ist ja geil, dass man Gott das immer essen kann. Ich mag das irgendwie in Beacons reinzustellen und den Strahl zu gucken. Wie ist das eigentlich? Spider-Schwein. Spider-Schwein. Er hat schon wieder. Wer hat die Spinnenweben gesetzt? Wer von euch war das? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, Klim oder Spark, ich kann es nicht sagen. Also ich habe die gerade gesetzt, aber auch nur, weil ich die in der Kiste gefunden habe. Die Anschuldigung schieße ich mit dem Bogen ab. Bruder! Hallo. Ein paar Eimer. Aber wir haben doch gesagt, man soll heute nichts bauen. Tut mir leid, ich hab's vergessen. Eben, wer was baut, der ist eindeutig Kira. Das ist aber nicht. Also ich bin ja eindeutig Spark gekommen. Oder Klim, ganz ehrlich, weil die zwei sind direkt... Es war einfach gerade so verlockend, weil Judy Dinge vielleicht. Hast dich verklickt, warte, wir nehmen meinen Shop. Ich hab kein Item in der Hand gehabt. Pack das Item jetzt hier die einmal hier in die Kiste. Oder mir. Das hat wehgetan. Ich das wieder mal. Spark, alles gut? Ich guck mal. Dann können wir endlich mal gemeinsam mal frühstücken. Oh, Damage bekommen. So, Spark muss auf Boden gucken, das ist es. Das heutige Training bedeutet, dass wir ein bisschen auf dieses Schiff hier gehen und ein bisschen uns mal drauf... Hallo, Jo. Tschüss, Jo. Tschüss, Jo. Und den Apfel gegessen werde. Jo, warum hast du denn einfach aufgehört zu reden? Du bist doch nur gestorben. Scheiße, wie soll ich denn hier... Oder ich nehm's wieder mit. Entschuldigung, das ist halt nicht lustig, wenn man als Offizier da steht, den Kadetten Befehl gibt und dann ist man plötzlich K.O. hier. Also folget mir, liebe Kadetten. Wir gehen jetzt an Bord dieses Schiffs und üben uns ein bisschen hier an, wie man ein Schiff richtig besetzt. Einer von euch geht in die Kommandobrücke, einer von euch steuert, der andere geht in den Waffenraum und ich möchte keinen von euch in der Mensa sehen, dass er da jetzt irgendwie... Jo, du musst das nächste Mal unter Training schreiben, dass man abonnieren und kommentieren muss und so. Was? In welchem Schiff seid ihr und warum bist du gestorben? Ich habe keine Ahnung, warum. In welchem Schiff seid ihr, hallo? Wir sind alle an dem Schiff. Der rote Strahl ist. Der ganz linke rote Strahl. Nicht das Schiff, auf dem wir gerade waren, sondern das angelegte Schiff mit dem Hubschrauber drauf. Der geht nicht auf, wenn man rau macht. Hallo. Oh, da ist ein Knopf. Lager? Da ist ein Knopf, den muss man... Au! Kira ist ehrenlos. Oh! Kira ist ehrenlos. Alter, du bist ohne Ehre, Kira. Ja, jetzt genauso. Sekunde, ich komme wieder. Mann, ach Gott.
Was soll man denn hier für ein Training machen eigentlich? Hier ist doch ihr sollt jetzt ein wenig trainieren. Also wir stellen uns jetzt mal vor, dass uns jemand angreift. Das heißt, wenn das passiert, müssen wir relativ schnell an die Gefechtsstation gehen. Wir machen das jetzt einfach mal. 3, 2, 1, Angriff. Jemand greift an. Jetzt, auf jetzt die Gefechtsstation. Euch muss ich jetzt ganz schnell an die Gefechtsstation gehen. Ich kann aber nicht schnell laufen, wenn ich... Ich muss erstmal jetzt zurechtfinden, der Alter. Ich auch. Das gehört zum Training dazu. Ah, Gefechtsstation, bin da. Ja, zum Training. Ja, also erstmal wird dir dein Schiff, wo du arbeitest, erklärt, wo du hin musst. Nein, bei uns nicht. Erstmal zu verstehen, ich bin auf Gefechtsstation. Ich weiß, das Radar dreht sich. Das Radar dreht sich. Ich bin auf Gefechtsstation. Wir haben ein Problem, glaub, Leute. Houston, wir haben ein Problem. Wir werden von Aliens angegriffen. Da sind Aliens auf dem Radar. Ja, ich merke schon. Erstmal was essen. Hallo. Oh, ein Schalter zum Einausschalten. Braucht noch jemand hier einen Käse? Hallo, liebe. Hallo. Hallo, Flippi. Hallo. Ich habe den falschen Weg genommen. Spark! Erwischt! Okay, was? Entweder ich oder Joe sterben gleich. Ich oder Joe sind gleich tot. Wieso war ich Spark guckt immer auf den Boden, wenn er jemanden tötet. Er guckt immer auf den Boden. Auch eben stand er da. Ja, gesagt, ja, oh, ich will gucken, biegen. Nein, Sparky hat vorhin schon in den Biegen geguckt. Der war nur traurig. Ja, ich guck da immer rein. Moment, ich stelle mir meinen Folgen. Ernsthaft, hast du mich wieder angeschossen? Ich verabschiede oder begrüße. Ich guck da immer in Beacons rein. Ich kann auch nichts dafür. Wenn du recht hast, müssten wir in den nächsten 30, 40 Sekunden sterben. Dann würde ich sagen. Klimm hat mich angeschossen. Ihr müsst auf die Uhr gucken. Ich hab, ehrlich gesagt, sehe ich tatsächlich gerade keine Uhr bei mir. Ich könnte meine, aber das mache ich jetzt nicht. Ich setz mich hier hin. Hey, lass mich da hin. Ach, Klimm, könntest du mal kurz diesen Pfeil festhalten? Danke. Hallo? Stimmt, Joe verteilt die ganze Zeit Pfeile! Die Arschgeige. Okay, wenn ich jetzt... Ja, genau, ich bin gestorben. Ne? Genau. Was? Ja, Early, ne? Ich hab aber keinen Käse platziert, ne? Du bist ja der Meinung. Hauptsache, ich bin gestorben, ja, nicht ihr. Moment, es kann ja noch Joe oder ich immer noch sterben. Stimmt, es kann stimmt, ja sein, Moment. Joe nicht auch wenn Kira jetzt tot ist, die Fähigkeit... Ich bin gerade erst wiedergekommen. Ja, aber... Spark, was bedeutet das jetzt? Ja, oder Klimm ist Kira, weil das waren ja 30 Sekunden, Klimm da ist. Oder ich bin Kira. Das auch 70 Sekunden von Spark also gewesen. Also ich bin gestorben und dann wahrscheinlich oder jetzt... Oder 80 Sekunden von irgendwem anders. Ich war die ganze Zeit da. Also Klimm hat sich angeschossen und ich lebe noch. Also er tötet definitiv nicht mit Schießen. Und wir waren alleine. Also wir hatten ein Zweier-Date, aber ich bin nicht gestorben. Ich weiß auch gar nicht, warum jeder immer Kira sein möchte. Ich bin Katzo und bin damit sehr zufrieden. Ja, guck mal, wir sind so tolle Soldaten, wir tun auch in unserer Freizeit üben. Na, ist Joe schon gestorben? Nee, ist er noch nicht. Warte mal, auf welchem Schiff waren wir denn? Hallo? Ja, ja aber ich stand direkt neben Spark. Es kommen jetzt 3 Leute zur Verdächtigung. Klimm, Spark oder ich. Und ich bin definitiv Lars ist übelst verdächtig, weil er immer in einem Sneak ist. Verdächtig schon seit Anfang. Verdächtige mich. Auf dem wir machen ein Experiment. Lars, Sneak mal. Ja, okay. Okay. Und wenn jetzt jemand stirbt von uns, ist er definitiv tot. Also es ist auf welchem Schiff sind wir noch mal? Wenn jetzt jemand von uns stirbt, ist er definitiv tot. Na gut, dann halt nicht. Aber, Demi, lass das sein. Aua! Ey. Oh, Joe, Alter. Lars? Katze, hör auf. Ich kann, ohne Witz, ich kann noch mal sneaken. Es ist es nicht. Ja, aber wenn du sneakst und ich sterb wieder, dann ist das... Nee. Ja, okay, aber nein, Leute, guck mal ganz ehrlich. Lass dir mal einkesseln. Macht einen Mobbingkreis. Ganz ehrlich, organisiert euch mal einmal, dann werden wir demnächst noch mal ein kleines Spielchen hier machen. Ich glaube dir nicht, Lars. Ich sneake gleich noch mal, aber guck mal, wie viele wir hier sind. Wenn einer zum Beispiel jemanden anguckt... Ich fahr jetzt mit meinem Bananaboot weg, tschüss. Dann kann er mich verarschen. Ja, genau. Du hast ihn angeguckt, ihr habt nicht gesneakt und ich bin gestorben. Ja. Ich hab nicht gesneakt. Natürlich. Hey, wie natürlich nicht? Hast du direkt neben mir, ich bin gestorben. Mein Bananaboot, bitte. Leute, organisiert euch einmal, dann können wir gleich was mit Wasser mal machen. Mit Wasser. Oh, Wasserspielchen, habe ich Bock drauf. Hier, Klimm. Ich habe Angst vor Nacht. Ich kann gerne nochmal sneaken, mir egal. Ey, er schmeißt wieder Items durch die Gegend. Nicht mich, ich schmeiß. Ja, nicht ins Wasser reingehen, du darfst das Wasser nicht berühren. Und Klimm. Ich hab's instant. Das ist der, ich teleportiere mich weg nach Hause. Spark. Alter, zu Hause teleportiert. Spark, lass uns mal nur zu zweit treffen und dann sneak ich nochmal. Weil dann kann auch kein anderer Kira irgendwie da. Okay, ja, können wir gerne machen. Lass uns ein Duell machen. Du willst ja, wirklich das Katze? Ich lasse euch beide nicht allein. Was ist denn, wenn ihr beide Kira seid und unter einer Decke steckt? Der braucht jetzt noch ein paar Eimer. Nein, guck mal, Spark, deswegen sage ich ja nur du und ich. Wir gehen irgendwo hin, ich sneake und dann siehst du, ob du tot umfällst oder nicht. Ja. Was ist, wenn ihr unter einer Decke steckt? Items, komm her! Komm her. Hä, wie jetzt? Nein. Das sind doch nur du. Ja, wenn ihr beide Kira seid und ihr das dann extra so inszeniert. Ja, aber Joe wäre doch gar nicht dabei, wenn wir zu zweit sind. Weißt du, wir sollen ja extra wegnehmen. Wenn du und Spark Kira seid und ihr beide euch jetzt reinmischen wollt. Hier? Ja, ich bin getroffen. Du warst böse zu mir. Gleich.
Ja. Eine Pfütze stirbt auch gleich. Gesundheit wäre rumgekommen. Danke. Ich sterbe gleich und Item sterben. Nein, und ich. Wenn erst ich und dann Item sterben, dann ist es Joe. Wenn wir zwei sind, dann kann ja kein anderer was machen, außer ich. Leute. Jetzt ist Joe gestorben, also was? Early, ja, Gott. Bruder. Oh mein Gott. Das war nicht ich. Das war Lini. Ich finde das lustig. War ich nicht. Das war ich nicht, Lars. Ich schwör's, das war ich nicht. Ja klar, da war sonst keiner. Wenn wir jetzt reinhüpft, dann? Katze hat mich angeschossen. Okay, ja. Ja. Wenn ich gleich tot bin, Katze hat mich angeschossen. Ja, Klim hat mich auch angeschossen. Ja, aber Klim ist es nicht. Gar niemand an. Joe, Alter, du und deine scheiß beschissene Milch, ich trinke jetzt auch Milch. Ja, hier, was hältst du davon? Wenn ihr meint, dass es damit du mit was deinem doofen Wassereimer. Geh mir mal nicht auf den Geist mit deinem Nassmacherei. Das bin ich ja nicht. Ich hab dich einmal damit weggeschmissen. Das ist ein Clip, nein! Alter, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir eine extra Audiospur gegeben, ne? Ich finde das so geil mit dem Wassereimer. Einer der Kandidaten hat hier TNT. Gibt's doch nicht, Leute. Ja, gibt's doch nicht. Ich komme auch nicht mehr raus. Ich werde die ganze Zeit teleportiert. Leute, wir müssen dagegen was machen. Deshalb wird morgen, am morgigen Tag, werden wir ein Duell veranstalten, okay? Und wer nochmal glaubt, dass jetzt Kira ist, also ihr sagt, dass Spark oder Lars Kira ist, ihr werdet euch duellieren, und zwar mit der Hand. Kira wird ja wahrscheinlich dann die andere Person töten, damit sie nicht gewinnt über ihre Kiras-Fähigkeit. Genauso werden wir es morgen machen. Lars und Spark, ihr werdet euch duellieren, okay? Ich habe nicht gesneakt. Siehst du, Spark? Ja, können wir machen. Du hast eindeutig gesneakt. Ja, klar. Ich werde euch morgen in die Waffenkammer begleiten und in der Waffenkammer werdet ihr ausgestattet. Ah, okay, ich wollte gerade schon eins kaufen. Genau, natürlich. Nein. Das, ihr werdet morgen fair ausgestattet und dann werden wir ein Duell machen. Aber jetzt genießt noch den Abend und dann werden wir. Ich habe Videobeweis, ja? Ich halte einfach meine Hände in die Kamera und dann siehst du, dass ich nicht sneaken kann. Ey, Bruder, die Zuschauer werden es überprüfen. Ich glaube, die Zuschauer werden herausfinden, wer von euch der wahre Kira ist. Entschuldigung, ich habe Items, glaube ich, getötet. Ich habe immer keine Items hier, ich spiele die weg. Oh, Bruder! Ja. Oh. Spül mich mal weg, ey. Alter, das ist ja schlimmer wie im Flugzirkus hier. Aber sowas von. Okay. Ich mag keine Flöte jucken. Oh, Kaserne. Also, magst du Flöte nicht jucken? Bereiten wir uns vor auf den morgigen Tag. Lars und Spark, das Duell steht aus. Lars und Spark machen Duell? Ich hab auch noch Hunger, ich will mir dann einen Snack haben. Was für ein Deck wirst du spielen, Spark? In den Käse. Leute, lauft mal alle gegen meinen Käse, bitte. Danke. Okay. Leute, ich habe eine Idee, wie wir das heute Nacht gut machen können, damit Early in der Nacht keinen umbringen kann. Wir töten und Eier machen. Eier, leg dich ins Bett, Early. Das war's, gleich Folge 3. Jo, ja, Folge 3. Eier. Ich mich auch noch hinlegen. Oh, guten Morgen. Guten Morgen! Folge Nummer 4! Guten Morgen! Wir können meinetwegen hier den Cut setzen und sagen, das ist jetzt Folge 4. Das ist ja eh der, die ein paar Sekunden. Ja, egal, aber. Juhu! Throw your cranes up.